Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News mit dabei. Kotzenreporter Luke. Fuß, mehr sehen wir nicht. Er ist abgetaucht, ja. Er hat nämlich die Schnauze voll von Michael Wendler und Laura Müller, die ja auch in einiger Zeit oder in der letzten Zeit immer mal wieder für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir erinnern uns an die ganze OnlyFans-Affäre von Laura Müller mit ihren drei, ja, Sex-Eskabaden, eingelocht, Quickie-Dinner und geil schwanger. Das waren ihre drei OnlyFans-Foto- und Videokampagnen und natürlich auch über das Video, welches ich euch auch hier verlinken möchte, über den angeblichen Kauf einer XXL-Luxus-Villa im Wert von 1,7 Millionen Dollar von Michael Wendler. Die große Frage, woher hat er das Geld? Denn in Deutschland hat Michael Wendler über 1,2 Millionen Schulden beim Fiskus angeblich, so berichten einige Zeitungen. Und wir werden uns heute mal mit einer neuen Schlagzeile vertraut machen, denn Michael Wendler soll wohl angeblich Geld nach Amerika aus Deutschland schleusen, so das Zitat eines Gläubigers. Das ist, denke ich mal, sehr, sehr interessant, denn ja, viele fragen sich natürlich, wie schafft er es denn, das Geld von Deutschland, welches er wohl angeblich aus einigen vermieteten Immobilien bekommt, rüber nach Amerika zu bringen. Fakt ist, irgendwie scheint die deutsche Justiz hier entweder keine Möglichkeit haben, gegen Michael Wendler zu ermitteln, oder es einfach nur sehr, sehr lange dauert, bis man ihn hier zur Rechenschaft ziehen kann. Was halt vielleicht noch ganz interessant ist, im selben Atemzug zu erwähnen, ist, dass Michael Wendler hier ein großes Comeback in Deutschland für 2024 angekündigt hat, aber hier auch eine betrügerische Masche vermutet wird. Das Video verlinke ich euch lieber auch nochmal hier, dass ihr das auch nochmal wisst, was bei Michael Wendler so wirklich los ist. Wir schalten einmal rüber zu now.ch und gucken uns mal den Artikel an. Er ist nicht sehr lang, aber wir haben einige kleine Informationen für die Michael Wendler-Zuschauer hier auf dem Kanal, die das Thema sehr interessiert. Denke ich mal, dürfte das ganz interessant sein. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, abonniere gerne Katzenreporter Luke und mich, um uns für unsere harte Arbeit hier zu belohnen. So, wir schalten einmal rüber. Das ist der Artikel. Wir sehen hier Michael Wendler auf seinem Motorrad. Das Bild ist schon älter, wie wir wissen, und auch das Bild ist schon ein bisschen älter. Aber darum geht es nicht. Der Artikel, der ist von vor zwei Tagen und heißt Michael Wendler, er schleust Geld aus Deutschland nach Amerika. Nach dem Kauf seiner neuen Villa meldet sich nun ein Gläubiger von Michael Wendler zu Wort. Und Zitat Ende, ja, und das glaube ich. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es den ein oder anderen Gläubiger ziemlich auf den Sack geht, dass Michael Wendler hier wohl in Deutschland bei vielen Menschen Schulden hat, aber auf der anderen Seite sich hier ein Halligalli-Leben in Florida leistet. Aber nun gut. Diese Dekadenz ist nicht mehr zu toppen. In Deutschland hat Schlagerstar Michael Wendler hohe Schulden. Diverse Gläubiger warten auf ihr Geld. Und der Wendler, der geht shoppen. Aber nicht etwa ein paar neue Luxusschuhe. Nein, Michael Wendler und seine Frau Laura Müller haben sich ein neues Haus gegönnt. Das, was ihr hier seht, ist nicht das neue Haus. Das ist das besagte Grundstück, welches er selber hier am See hatte mit diesem kleinen Bungalowhäuschen. Da verlinke ich euch mal ein Video zu. Das hat er verkauft, um wahrscheinlich auch ein bisschen Grundkapital für die neue Luxusvilla zu haben. Na, wir lesen mal weiter. Genauer gesagt, eine Villa für satte 1,5 Millionen Franken in Florida. Kurze Abstimmung, würden Sie ein Konzert von Michael Wendler besuchen? Niemals. Ja, heute ist doch alles egal. Niemals. Gucken wir mal, wie die Abstimmung ist. 92% der Michael Wendler-Leser sagen hier, auf keinen Fall. Nun gut, jedes Mal ein Schlag ins Gesicht, sagt Gläubiger Timo Weber zu den Kaufnews. Gegenüber dem Sender meint er, nach wie vor schleust er Geld aus Deutschland nach Amerika, versteckt hinter diversen Firmen. Das ist das, was ich Tatsache auch schon gelesen habe. Es gibt ja die Firma Peace River. Über die hat er auch dieses besagte Grundstück damals gekauft, dieses Grundstück, was ich euch gerade gezeigt habe, und dann wohl auch wieder verkauft. Und es wird ja vermutet,
Das ist das andere Video, was ich hier schon erwähnt habe, dass er dieses Konzert, diese Karten über Scheinfirmen verkauft, um denn dann einen Versicherungsbetrug zu begehen und zu sagen, das Konzert fand nicht statt und dann bekommen diese Scheinfirmen das Geld einer Versicherung zurück. Alles sehr, sehr schwierig, alles sehr, sehr hohes gedankenkriminelles Gedankengut, wenn das denn stimmt. Dafür gibt es aber so noch keine Beweise. Michael Wendler schuldet Weber rund 30.000 Franken. Er hofft nun, dass dem Wendler endlich der Prozess in Deutschland gemacht wird. Je mehr er dort sein Luxusleben zur Schau stellt, umso mehr motiviert es, einfach weiterzumachen, so Timo Weber. Michael Wendler und seine Frau Laura Müller haben sich selbst bislang noch nicht zu der neuen Immobilie geäußert. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass Laura Müller und Michael Wendler eh zurzeit den Kopf wohl ziemlich voll haben müssen, denn, wie wir alle wissen, ist Laura Müller schwanger und erwartet auch, wenn ich richtig gerechnet habe, jetzt hier bald in nächster Zeit das Kind. Es müsste bald soweit sein. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem, nämlich, dass dieses Kind, sobald es das Licht der Welt erblickt, und ich hoffe, dass es eine gute Geburt wird, dass das Kind gesund wird, dass hier Laura Müller eine gute Geburt einfach hat, hoffe ich trotz allem, dass man dieses Kind nicht nutzt, um es irgendwie medial auszuschlachten und Bilder auf OnlyFans vielleicht noch vom Kind zu verkaufen oder so. Also das ist ja so mein schlimmes Gefühl. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr zu diesem Michael Wendler-Thema steht. Ob es euch auch stört, dass hier jemand, der in Deutschland für sehr viel Trubel gesorgt hat mit seinen Schwurbeleien-Äußerungen, bei DSDS rausretuschiert wurde. Er wurde ja bei der DSDS-Staffel quasi einfach rausgeschnitten und hatte hier keinen Auftrag mehr aufgrund von diversen Verschwörungstheorien, die er geäußert hat. Er hat zum Beispiel die ein oder andere Information, die ein oder andere geschichtliche relevante Information einfach heruntergespielt oder geleugnet. Also er war da schon sehr, sehr gut dabei und hat entsprechend hier in Deutschland für sehr, sehr viel Kritik gesorgt. Ich selber habe mich ja, glaube ich, in jedem Michael Wendler-Video von ihm distanziert, was ich gemacht habe, und deswegen sage ich das in diesem Zusammenhang auch noch einmal. Das kann ich so sagen. Und bei Laura Müller ist das halt so, dass sie halt sehr, sehr jung den Michael Wendler kennengelernt hat. Ich glaube, das hat ihr Leben damals ziemlich verändert, ziemlich geprägt, und vielleicht aus einer Liebelei ist sie da in etwas hineingeraten, was sie gar nicht wollte. Ich lese da die unterschiedlichsten Meinungen von euch in den Kommentaren. Einige sagen, nee, die wusste schon ganz genau, was sie gemacht hat. Sie ist sehr schlau. Das ist genau der Fame, den sie immer wollte. Und andere sagen aber halt auch, nee, sie war damals noch sehr jung, als sie ihn kennengelernt hat, ist dann etwas hineingezogen und ist dann so ein bisschen auf Gehirnwäsche reingefallen und hat ihm dann einfach blind vertraut und hat denn dann quasi in den Abgrund geschaut und sich denn irgendwie, damit hinreißen lassen. Die Meinungen gehen da sehr, sehr auseinander, auch bei dem Thema hier auf meinem Kanal. Deswegen hier auch wieder meine freundliche Aufforderung, seid bitte höflich und freundlich in den Kommentaren, wenn ihr über das Video diskutiert, wenn ihr über das Thema diskutiert. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein sehr, sehr kleines Video, ein sehr, sehr kleiner Bericht, aber dennoch, ihr merkt, dass die Menschen, die von Michael Wendler in irgendeiner Form betrogen wurden, beziehungsweise, und das muss man dazu sagen, ihnen Geld geschuldet wird, dass die sich natürlich jetzt ärgern über den Kauf dieser Luxusimmobilie. Natürlich hat Michael Wendler sich dazu noch nicht geäußert. Hier denke ich mal, wird er sich zu gegebener Zeit irgendwann zu äußern. Ich glaube aber, dass das Thema Michael Wendler hier noch lange nicht vorbei ist. Ich hoffe, dass er für seine Fehltritte juristisch noch belangt wird, zumindest auch was die Schulden hier in Deutschland betrifft. Viele Menschen sind selbstständig, viele Menschen arbeiten jeden Tag hart für ihr Geld, um denn dann eine Menge ans Finanzamt zurückzugeben. Das ist völlig normal. Das machen ja auch die Menschen, die in einem Angestelltenverhältnis sind. Auch da werden natürlich ja Abzüge gegeben. Aber dennoch ist das ein Schlag für jeden Menschen, der da draußen arbeitet, wenn hier ein Michael Wendler einfach sich absetzt und sein Leben in Florida genießt, während hier Deutschland auf die eine oder andere Zahlung wartet. Natürlich auch der ein oder andere Gläubiger. Ich möchte mich heute schon verabschieden. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem kurzen Informationsvideo zu Michael Wendler. Vergesst bitte nicht, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren, zusammen mit Katzenreporter Luke und mir. Wir berichten für euch zweimal am Tag die neuesten Trash-News. Und wenn ihr mein Video heute Morgen verpasst habt, schaut gerne mal vorbei. Hier ist das Video, da ging es um Iris Klein und einer eventuellen möglichen angeblichen Verbindung zu den Hells Angels. Freunde, ihr könnt nicht glauben, was da die Katzen schon wieder erlebt haben. Viel Spaß dabei und ich sage tschüss, bis morgen.